Also einige meiner Freunde und Bekannte fragen mich immer, wie komme ich zu meinem Instrument? Ist das schon ein eher ungewöhnliches Instrument und auch ein ungewöhnlicher Beruf? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Aus meiner Familie heraus. Mein Patenonkel ist selber Schlagzeuger, Hobby. Er spielt im Musikverein. Und wo ich ein kleiner Junge war mit 7 Jahren, habe ich neben ihm gestanden und er hat Schlagzeug gespielt am Drumset. Und wenn man so klein ist, und ich fand das einfach so faszinierend, und hat meine Mutter gesagt, und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich möchte das auch können, wie mein Patenonkel. Und dann bin ich zum Schlagzeug gekommen. Und normalerweise fängt man mit dem Schlagzeug, mit dem klassischen Drumset an, wie man aus der Rockband kennt. Man hat Hi-Hat, Snare-Drum, Bass-Drum. Man tobt sich erstmal ein bisschen aus, und später, als ich ein bisschen größer wurde, bin ich in diese klassische Schiene einfach hineingerutscht durch Zufall. Und zu klassischem Schlagzeug gehört auch Xylophon, Marimbaphon und unter anderem auch die Pauke. Was einige manchmal verwundert ist, dass man auf der Pauke sogar Töne spielen kann. Wir spielen nur Töne. Ist nicht nur Bum-Bum, sondern ist C, G, E, F, verschiedene Töne. Weil wir haben ja verschiedene Harmonien, C-Dur, G-Dur, was im Orchester klingt. Und deswegen stimmen wir auch die richtigen Töne immer mit ein, was auch in den Noten steht. Und ich mache das immer mit meinem Fuß. Wenn ich habe jetzt hier ein G. Viele, die zu uns ins Konzert kommen und die ich danach treffe oder meine Freunde, die fragen mich immer, warum hast du so viele Schläge? Schläge sind diese schönen Dinge hier. Und die fragen mich, warum reicht nicht ein paar? Und die Antwort ist ganz einfach. Jeder Schlägel hat seinen eigenen Charakter. Wir haben hier einen Schlägel mit einem großen, wuschigen Kopf, der klingt schön weich. Die Attacke. Oh. Und dann haben wir Schläge, die haben keinen wuschigen Kopf mehr. Die klingen sehr hart und prägnant. Und je nach Charakter von der Musik, die gerade erklingt, ich kann selber entscheiden, welchen Schlägel ich benutze, aber man geht immer mit dem Charakter der Musik. Und deswegen brauchen wir verschiedene Schläge. Auf Luxemburgisch Bengel. Und auf was ich hier gerade geschlagen habe, ganz kleine Geschichte. Hat früher mal gelebt, war eine Kuh auf einer Weide. Und aus der Haut machen wir die Paukenfelle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Pauke ist ein zickiges Instrument. Ist nicht ganz einfach. Vor allem, wir haben während dem Konzert unglaubliche Wettereinflüsse. Je nachdem, wie die Luftfeuchtigkeit ist und je nachdem, wie das Publikum aus- und einatmet oder die Klimaanlage funktioniert, ändert sich der Ton von dem Instrument. Das Fell wird, man kennt das, wenn draußen kalt ist, wird die Haut ein bisschen spröde oder ein bisschen, und wenn es warm ist, geht es ein bisschen auseinander. Und genauso ist das auch mit dem Naturfell, mit der Kuhhaut. Der Ton wird, wenn ich vorher G einstimme, ist er nach ein paar Minuten fies. Und deswegen gehen wir Pauker immer während dem Konzert mit unserem Ohr ganz nah an das Fell und hören nochmal, ob der Ton stimmt, den wir gestimmt haben. Und korrigieren eventuell. Und das passiert ziemlich oft während dem Konzert, vor allem wenn wir jetzt heute 1,5 Stunden am Stück spielen, die ganze Zeit Achterbahn. Da muss man immer mitgehen. Heute Abend spielen wir das Requiem von Verdi. Und in diesem Werk gibt es das Dies Irae, der Tag des Zorns, das jüngste Gericht. Und da kommt den Pauken eine besondere Ehre zuteil. Ich würde sagen, Schicksalsschläge, die durch Mark und Bein dringen. Und ich habe mich dafür entschlossen, auf zwei Pauken die Stelle zu spielen. Normalerweise kann man auch so auf einer spielen, aber auf zwei Pauken hat es noch mehr Biss. Als Musiker, wir leben gefährlich. Das liegt daran, wir haben unglaubliche Lautstärken auf der Bühne. Gerade hier, wie am Schlagzeug, wir produzieren selber die lauteste Lautstärke mit und haben auch die lautesten Instrumente. Und deswegen muss ich mich bei manchen Konzerten, nicht bei allen, ich mache es nicht gerne, schützen, indem ich mir Gehörschutz
in die Ohren mache. Und wir haben vom Orchester angepassten Gehörschutz, der individuell ins Ohr passt, mit verschiedenen Filtern, wo wir dann benutzen können. Und zum Beispiel heute Abend, ich habe den Chor 30 cm hinter mir, fantastische Sängerin, aber die schreien mir ins Ohr, ins Ohr. Und ich selber bin auch einer der lautesten mit auf der Bühne und meine Kollegin an der großen Trommel von der anderen Seite. Und sie glauben gar nicht, wie laut das hier ist, wie ein Düsenjet. Wenn sie im Publikum sitzen und denken, oh, heute Abend, da war aber viel Volumen. Hier am Platz war es noch viel mehr. Und deswegen nehme ich manchmal Gehörschutz.